Geht die Bachelor-Zicke ins Dschungelcamp? Wer zieht ins Dschungelcamp 2018? Frühere Aufregerpersönlichkeiten aus RTLs eigener Show der Bachelor sind immer gute Tipps, und wie es aussieht, ist auch diesmal eine entsprechende Kandidatin dabei. Offenbar hat der Sender die Bachelor-Zicke Katja Wiedes, 29, für die C-Promisause im Dschungel verpflichtet. So berichtet es zumindest die Bild-Zeitung. Katja Wiedes scheiterte beim Der Bachelor spät, wie das war im Frühjahr bei der jüngsten Bachelor-Ausgabe weit gekommen. Böse Zungen behaupteten, vor allem, weil ihre polarisierende Art für Quote sorgte. Schon in den ersten Folgen hatte die gebürtige Kolumbianerin mit Dünnhäutigkeiten und massiven Tiraden gegen ihre Mitkandidatinnen für Ärger in der Bachelor-Villa gesorgt. Qualitäten, die auch im TV-Dschungel gefragt sind. Bereits zuvor hatte das Blatt berichtet, die Biechbrot-erfahrene Tatjana Xell, 46, DSDS-Sänger Daniele Negroni, 22, und Transgender-Model Juliana Farfalla, 21, seien in der 12. Staffel der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus dabei. Ebenfalls im Gespräch ist Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser, 25. Start im Januar 2018. Die kommende Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus dürfte wie in den Jahren zuvor im Januar gesendet werden. Auf handfeste Bestätigungen für die neue Dschungelbesetzung werden die Fans aber wohl noch etwas warten müssen. Der Sender RTL hüllt sich traditionell bis kurz vor dem Starttermin in Schweigen über die Dschungelcamper.